Hi. Heute geht es um das Thema Skischuhkauf. Das ist ja so eine kleine Philosophie für sich, dass am Ende da nichts drückt und alles passt. Und wie ihr den perfekt sitzenden Skischuh bekommen könnt, das zeigen wir euch jetzt. Viel Spaß! Ich drücke mich die ganze Zeit so ein bisschen vor dem Skischuhkauf, weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich immer so eine Weile brauche, um meine Beine wieder so an die neue Skischuhschale zu gewöhnen. Und ich hoffe, dass das diesmal ein bisschen anders wird. Deswegen bin ich jetzt hier bei Sport Gürteler südlich von München und habe den Ski-Expert Manu. Hi, Manu. Servus. Was sind denn so die typischen Probleme beim Skischuhkauf? Also das größte Problem ist zum Beispiel, dass der Schuh einfach zu groß ist, dass du zu viel Platz hast, kein Druck auf dem Ski, kannst nicht schnell fahren. Natürlich die Härte, wenn der Skischuh zu sportlich ist, man kann ihn nicht drücken, kriegst keinen Druck auf den Mittelski. Und das wollen wir natürlich bei allen Kunden vermeiden und heute natürlich auch bei dir. Deswegen sollte man die Schuhe auch am besten beim Händler stationär kaufen und nicht einfach online bestellen, sonst ist die Gefahr wahrscheinlich viel zu groß, dass es nicht passt. Definitiv. Was hast du online nicht? Du hast einfach ganz einfach eine 3D-Vermessung nicht. Das heißt, da kann man schon Länge, Breite, Unterschiede auch zwischen links und rechts, weil keiner hat einen gleich großen Fuß. Dann können wir doch direkt starten und meine Füßchen mal vermessen. Das glaube ich, kriegen wir ganz entspannt hin. Sehr gut. Zum Vermessen der Füße braucht es spezielle Socken. Nur so kann der 3D-Scanner die Unterschiede zwischen den Füßen genau feststellen. Ich bin gespannt, was bei mir rauskommt. Dann darfst du einmal auf den 3D-Scanner stellen, schön mittig rein. Wichtig, nicht sonderlich konzentrieren, dass wir eine genaue Aufnahme von deinem Fuß haben, eine realistische. Der Mover fährt schon, jetzt kommt eine Stunde der Fahrt. Ich bin gespannt. Also, ja. Sämtliche Fehlstellungen werden jetzt aufgedeckt. Es dauert nur wenige Minuten, bis ein genaues Abbild der Füße auf dem Bildschirm erscheint. Damit kann Ski-Expert Manuel einschätzen, wie der Skischuh beschaffen sein muss. Also Marlene, ich kann dich trösten, so schlimm ist es nicht. Alles entspannen. Also der Vorfuß, also in diesem Bereich, ist etwas breiter jetzt bei dir. Aber im Gegensatz ist die Achillessehne hinten etwas schmäler. Was ich machen würde, ist, dass wir einfach eine angepasste Einlage fürs Mittelfußgewölbe eben machen, dass du da halt einfach auch ja, mit weniger Kraftaufwand länger und sauber und sicherer fahren kannst. Das klingt doch sehr gut. Länger, sauberer, sicherer und weniger Kraft. Es gibt ja hier jetzt schon eine riesige Auswahl an verschiedenen Skischuhmodellen. Wir haben jetzt schon so die groben Maße vom Fuß, also dass der ein bisschen breiter ist vorne und alles. Jetzt kommt es aber ja auch noch auf das skifahrerische Können an. Wieso eigentlich? Das Wichtige ist eben in Bezug auf skifahrerisches Können, es gibt verschiedene Härtegrade, das nennt man Flex, die sind leider nicht genormt. Plastik reagiert bei Temperaturen unterschiedlich. Jetzt haben wir natürlich das Thema, wenn du den Schuh nicht gebogen bekommst, kriegst du keinen Druck auf die Skimitte und somit fährt der Ski dahin, wo er will und nicht, wo du ihn hinsteuern willst. Im Gegenteil, wenn man zu weiche Schuhe nimmt, hat man das Thema, dass man sehr viel Rücklage kriegt und das macht natürlich beim Skifahren auch wenig Spaß, gerade wenn es steil oder die Pisten schwierig sind, sprich vereist oder alles dergleichen. Und deswegen ist die Skischuhauswahl in Bezug auf die Härte ganz wichtig. Wie würdest du dich denn ehrlicherweise vom skifahrerischen Können her einschätzen, dass ich den passenden Schuh von dem Flexwert eben für dich raussuchen kann? Selbsteinschätzung ist ja immer so ein bisschen eine Sache. Ich würde sagen, fortgeschritten sportlich. Aber so zu einem Skilehrer-Level fehlt mir natürlich trotzdem noch ein bisschen was. Okay, also da hole ich dir einfach mal ein paar Varianten, dass du auch was probieren kannst, dass du die Unterschiede auch für dich feststellst und dass wir das einfach sauber dann über die Bühne bekommen. Insgesamt darf ich 3 verschiedene Paar Skischuhe probieren. Und auch beim Anziehen gibt es einiges zu beachten. Wichtig ist jetzt eins. Nicht erschrecken, wenn du reinsteigst in den Schuh. Du sollst anstoßen vorne. Als kleines Kind kriegst du eingebläut, anstoßen Schuh zu klein. Beim Skifahren ist es anders, weil du eine andere Position einnimmst. Du gehst dann mit den Knien quasi nach vorne und dann zieht es dich über den Druck am Schienbein eben hinten in die Ferse rein und da muss der Schuh einfach perfekt sitzen. Dann darfst du ihn mal hinstellen und einfach schon mal einsteigen in den Schuh. Genau, perfekt. Ich mache ihn dir jetzt erstmal ganz entspannt zu. Das ist auch ein Thema, Schuhe nicht voll zu knallen, bis kein Blut unten mehr ankommt, weil sonst hast du natürlich ein kleines Problemchen, weil dann gibt es wieder schmerzende Füße. Aber es fühlt sich doch schon mal gar nicht so schlecht an. Das ist ja schon mal ein guter Start. So, und jetzt gehst du mal ins Knie, dann müsstest du vorne weg sein. Ja, ich stufe nicht mehr an. Genau. Wie ist denn der First Fit? Das ist immer das allererste, was sich einprägt.
gut. An der Wade ein bisschen eng, aber das okay. kann man wahrscheinlich noch ein bisschen einstellen. Ja, klar, klären. Das kann man ja. machen. Achso, weil das Ding vielleicht auch da reibt. Ja. Wie schaut es denn außen bei dir aus? Von der Breite her? Außen fühlt er sich gut an. Ich habe jetzt verschiedene Skischuhe anprobiert und war mir am Ende auch nicht so ganz sicher. Ich habe so zwischen zwei geschwankt. Aber ich glaube, gefühlsmäßig tendiere ich jetzt zu diesem. Da stehe ich richtig gut drin. Fühlt sich zumindest so an. Was passiert denn jetzt als nächstes? Genau, als nächstes passiert jetzt eins. Du ziehst deine Schuhe wieder aus, dass wir dann einfach eine sauber angepasste Einlage für die Füße machen können. Heißt, dass du einfach ein bisschen bessere Performance hast. Wo man auch noch ein bisschen dran schrauben kann an der Performance, ist eben, sprich, das klassische Klettband oben wegnehmen, dass man da ein Elastomer hinnimmt. Klett hat natürlich das ganz große Problemchen, es ist irgendwann zu Ende wie ein Sicherheitsgurt. Ja. Was macht das Elastomer? Du hast einfach mehr Fahrdynamik, du wirst quasi nach vorne nicht eingeschränkt, hast eine höhere Rückstellkraft und damit kannst du die nächste Schwungeinleitung einfach schneller beginnen und ohne Probleme am Ski. Zurück zu den Einlagen. Diese gibt es in allen möglichen Größen. Damit sie formbar werden, müssen die Einlagen in einem Vakuumgerät aufgeheizt werden. In der Zwischenzeit wird die passende Fußform vorbereitet. Du hast mir einmal deine Füße geben. Ja. Die stellen wir schön mittig rein. Mhm. Jetzt darfst du dich einmal hinstellen. Genau. Wichtig ist jetzt bloß gleichmäßig belasten und nicht erschrecken, weil du sinkst jetzt gleich ab. Fühlt sich ein bisschen an wie im Urlaub. Oh, ja. Schön. Genau. Ich korrigiere jetzt erstmal deine linke Fußstellung, selber nicht zu viel machen. Die Kraft habe ich, dass ich dich bewege, nicht, dass man hier jetzt einfach irgendwie falsche Sachen einstellt. Die aufgewärmten Einlagen werden anschließend in die Fußform gelegt und man muss noch einige Minuten darauf stehen bleiben, bis die Einlagen abgekühlt sind. Danach werden die neuen Einlagen mit den Original aus dem Skischuh abgeglichen, um die Größe anzupassen. Dazu werden sie ausgeschnitten und sogar geschliffen. Was hier nach Basteln aussieht, setzt jahrelange Berufserfahrung und viel Liebe zum Detail voraus. Weiter geht es mit dem Innenschuh. Auch der muss schließlich perfekt sitzen und dazu ist diese Maschine da. Hier wird jetzt der Innenschuh vorbereitet, der wird jetzt hier erwärmt. Dann kriege ich noch so Bapperl auf die Füße und dann kann ich da reinsteigen, sodass der sich dann richtig schön an meinen Fuß anpassen kann. Diese Bapperls sind Schaumstoffteile. Sie werden auf den Fuß geklebt, um Platz an den richtigen Stellen im Innenschuh zu schaffen. Dann kommt die Einlage rein und ich darf den neuen Skischuh erneut anprobieren. Genau, jetzt darfst du einmal hier einsteigen. Und jetzt wird leider Gottes erstmal ein bisschen eng. Ja. Und jetzt, dass wir zum einen ein bisschen die Zeit vertreiben und du schon ein bisschen dich an deinen Skischuh anfreundest, kannst liebend gerne jetzt einfach ein paar Minuten spazieren gehen. Gut. Während des Spazierengehens kühlt sich der Innenschuh ab und passt sich nun perfekt an den Fuß an. Zumindest das Laufen ist schon mal sehr bequem. Während die Skischuhe hier gerade abkühlen, bin ich ja jetzt hier so meine Runden gedreht. Und es lässt sich echt angenehm laufen durch diese Gripwalk-Sohle, die da unten drunter ist. Die muss aber jetzt auch zur Bindung passen. Passt das bei mir? So, jetzt schauen wir mal. Ganz wichtig ist es, irgendwo auf der Bindung muss das stehen. Es steht meistens vorne. Das ist wichtig, dass das korrespondiert, weil sonst haben wir einfach ein Riesenproblem, dass es unter Umständen nicht ordnungsgemäß auslöst. Und wir wollen ja auch, dass du einfach verletzungsfrei oder allgemein die Kunden verletzungsfrei eben durch den Winter kommen. Dann müssen wir die Bindung jetzt nur noch auf den neuen Schuh einstellen. Das checken wir dann gleich bei uns in der Werkstatt. Zum Schluss wird noch der Klettverschluss durch ein elastisches Band ausgetauscht. Das soll mehr Fahrdynamik bringen. Und dann sind wir fertig. So, Marlene, jetzt haben wir es geschafft. Das passt perfekt. Booster hast du auch drauf. Ja. Also der Energy-Drink für deine Skischuhe, dass es richtig sauber flott durch die ganze Skisaison geht. Wie gesagt, ich hoffe, du hast Spaß damit. Ich bin jetzt nur noch gespannt, wie er sich fährt. Das testen wir jetzt. Gehen nur davon aus, nur sehr gut. Natürlich direkt ausprobieren. Deswegen sind sie so gleich mit hier nach Sölden gekommen und haben mit mir die längste Talabfahrt Österreichs gemeistert. Und ich muss sagen, sie sitzen wie angegossen, wie für mich gemacht. Danke Manu von den Ski Experts. Guter Job auf jeden Fall. Jetzt freue ich mich erstmal über jeden Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt an das Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr wissen möchtet, wie die Abfahrt hier genau verläuft, könnt ihr das euch hier anschauen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!